Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 64. Tagesordnungspunkt 82, Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend K&S AG als selbstständiges Unternehmen mit Sitz in Hessen erhalten, Arbeitsplätze sichern und Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie ausbauen, zusammen mit Tagesordnungspunkt 64, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Erhalt der Kaliförderung im hessisch-thüringischen Kalirevier, Drucksache 19/2212. Vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und ich gebe das Wort dem Kollegen Boddenberg, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben die aktuellen Ereignisse um Kali und Salz zu einem heutigen Setzpunkt gemacht, weil wir ein Zeichen setzen wollen und deutlich machen wollen, dass dieses Thema, insbesondere die Sicherheit der Arbeitsplätze und der Standorte in Hessen, aber auch insgesamt in Deutschland, für uns erste Priorität haben. Ich möchte einige wenige Vorbemerkungen machen. Die erste und wichtigste ist, ich habe darüber auch letzte Woche mit Kollegen Schäfer-Gümbel gesprochen, das Allerwichtigste, was uns umtreibt, sind die Sorgen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus der Zeitung erfahren, dass ihr Unternehmen neue, möglicherweise neue Eigentümerstrukturen bekommen soll und die sich natürlich Sorgen machen, weil sie in den vergangenen Jahren verfolgen konnten, was das möglicherweise bedeutet. Ich sage, und wir, glaube ich, alle miteinander wollen sagen, dass jedes einzelne Schicksal, jede Sorge dieser Mitarbeiter um die persönliche, private Existenz uns ein Herzensanliegen ist. Das ist, glaube ich, schon alleine Grund genug, dass wir uns heute mit den Ereignissen dort befassen. Ich will eine zweite Bemerkung machen, die vor dem Hintergrund der letzten Wochen, glaube ich, sehr wichtig ist, nämlich dass uns allen bewusst sein muss, dass wir es mit einer sehr sensiblen Materie zu tun haben, dass wir es mit einem Kapitalmarkt zu tun haben, der, wie wir sehen konnten, sehr sensibel reagiert, und dass wir auf der anderen Seite trotzdem aber auch als Politik deutlich machen müssen, dass wir Einfluss nehmen können und helfen können bei dem, was das Unternehmen insbesondere vorhat. Wir haben eine ganze Reihe von kartellrechtlichen, handelsrechtlichen, aktienrechtlichen Spielräumen, die wir nutzen wollen und die wir nutzen werden. Und lassen Sie mich drittens sagen, ich glaube, auch darüber, Herr Schäfer-Gümbel, waren wir uns einig, dieses Thema eignet sich eigentlich nicht zum üblichen Parteienstreit, sondern es muss ein deutliches, geschlossenes Signal, nicht nur vonseiten der Landesregierung oder der Landesregierungen, sondern vonseiten des gesamten Hessischen Landtages ausgehen, weshalb ich sehr dankbar bin, insbesondere in Richtung der Sozialdemokraten, dass es uns gelungen ist, einen gemeinsamen Antrag und einen gemeinsamen Text zu haben, der, glaube ich, für das Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr wichtig ist. Das Unternehmen Kali und Salz bewegt sich in einem schwierigen Umfeld. Wir haben schwierige Jahre hinter uns. Das Unternehmen hat schwierige Jahre hinter uns, weil es ein heiß umkämpfter Markt ist mit Überkapazitäten, die in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass es einen Preisverfall gegeben hat, der sich selbstverständlich auch auf die Jahresabschlüsse der Unternehmen, allen voran auch von Kali und Salz, niedergeschlagen hat. Umso mehr sind wir, und ich auch, das gebe ich durchaus zu, erschrocken, als wir von diesem Angebot hörten, weil wir natürlich Sorge haben, dass das gute Miteinander zwischen Politik und dem Unternehmen und allen Betroffenen möglicherweise zukünftig jedenfalls nicht so fortgesetzt werden kann, wie das bisher der Fall war. Wir haben Sorge um die Standorte. Wir haben Sorge um, wie erwähnt, Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir haben Sorgen, dass möglicherweise neue Eigentümer sich mehr mit den operativen Ergebnissen, was in einem Aktienunternehmen grundsätzlich der Fall sein muss, beschäftigt, als mit den nachhaltigen politischen unternehmensstrategischen Maßnahmen, die Kali und Salz in den vergangenen Jahren absolviert hat und die dazu geführt haben, dass Unternehmen mittlerweile wieder auf einen sehr, sehr erfolgreichen, ertragreichen Weg und Kurs zu führen. Und all diese Sorgen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es a) durchaus eine
von vielen Analysten vorgetragene Wahrscheinlichkeit gibt, dass es Unternehmensänderungen und Änderungen in der Eigentümerstruktur geben kann. Einerseits, andererseits aber wir durchaus Möglichkeiten haben, zu helfen und die wir nutzen wollen. Wir haben, und das muss man, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, einige aktuelle Entwicklungen zur Kenntnis zu nehmen. Zunächst einmal zur Kenntnis zu nehmen, dass das Unternehmen im Streubesitz ist. Weltweit verteilt Eigentümer dieses Unternehmens eher anonym sind, bis auf einige institutionelle Anleger, die in erster Linie aus den Vereinigten Staaten immerhin mit 21%, aber auch aus Deutschland mit 18% kommen. Wir haben übrigens auch 1% der Aktien bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir haben in den letzten Jahren verfolgen müssen, dass die schwierige Branche, dass die unterschiedlichen Kostenstrukturen, dass auch Wettbewerbsverzerrungen in dieser Branche dazu geführt haben, dass der Aktienkurs der K&S einen durchaus turbulenten Verlauf hatte, zuletzt allerdings natürlich durch die Offerte von Potash sich auf einen Wert bewegt hat, der einigermaßen in die Richtung geht, wie es Analysten glauben, dass es auch dem Marktwert und Preis dieses Unternehmens entspricht, mit diesen positiven Zukunftserwartungen. In der Vergangenheit gab es eine Reihe von Kartellbildungen, um den Preisverfall durch Verknappung der Mengen zu reduzieren bzw. zu verlangsamen. Diese Kartellbildungen sind zum Teil insbesondere im Jahr 2014 aufgekündigt worden, sodass erst recht zu diesem Zeitpunkt erhebliche Preiseinbrüche und Einbußen und Gewinneinbußen zu verzeichnen waren. Das ist die eine Seite. Und erschwerend hinzukommt, dass die Produktionsstätte in Deutschland nun einmal, das haben wir nicht nur dort, sondern in vielen anderen Branchen auch, deutlich teurer ist als beispielsweise in der Ukraine, in Weißrussland oder in Russland oder auch in Kanada. Wir haben Kosten pro Tonne in Deutschland von ca. 218 € im Vergleich dazu in Nordamerika von 90 € und in Russland, in Weißrussland noch darunter. Was bei einer Ertragssituation, die nun einmal einen Weltmarktpreis bedeutet, schlicht und einfach für das Unternehmen in einem solchen Wettbewerb geringere Erträge und Ertragskraft bedeutet und wiederum heißen muss, dass wir auch als Politik im Blick haben müssen, dass die Kostenstruktur des Unternehmens auch anderer, aber insbesondere dieses Unternehmens bewältigbar ist und nicht mit zusätzlichen politischen Ereignissen unnötig belastet wird, jedenfalls mehr belastet wird, als das unbedingt sein muss. Es sind darüber hinaus beispielsweise die Energiepreise, die Sorgen machen. Es sind die Arbeitskosten, es sind übrigens auch die Alter der Stollen, die durchaus erheblichen Aufwand bedeuten bei der Gewinnung der Rohstoffe. Und es sind natürlich auch Wechselkursereignisse. Da sind wir wieder einmal bei dem Thema der Stabilisierung von Währungen, die für Unternehmen von großer Bedeutung sind, insbesondere von Unternehmen, die auf dem Weltmarkt tätig sind. Kurzum, wir haben auch außerhalb der aktuellen Ereignisse eine ganze Reihe von Hausaufgaben zu machen, bei denen wir helfen können, dass sich die Situation auch bei KD&S stabilisiert. Und dazu führt es das Unternehmen durchaus mit dem ein oder anderen Instrument der Abwehr in Richtung der potenziellen Interessenten erfolgreich sein kann. Wir haben auf der anderen Seite ein klares Regelwerk. Das ist zum einen ein Kartellrecht, das sehr klare Auflagen hat. Und übrigens, auch das muss erinnert werden. 1997 gab es schon einmal eine Fusionsabsicht zwischen Kali und Salz, damals anders strukturiert, und Potash vom Kartellamt untersagt und die Ministererlaubnis, das war damals noch der FDP-Wirtschaftsminister Rexroth, die untersagt wurde. Also es gab schon einmal auch dort im Unternehmen die Idee, durch Größe eine stärkere Position auf dem Markt zu erlangen. Es gibt auf der anderen Seite klare Regelwerke bei der Frage der Übernahme solcher Unternehmen und die wiederum bedeuten, dass das Wertpapierübernahmegesetz davon spricht, dass 30% erst bedeuten, dass ein Eigentümer eine beherrschende Stellung im Unternehmen hat. Wir wissen nicht, was Potash will, ob sie darüber nachdenken, in dieser Größenordnung zu investieren, oder ob sie sogar dafür sorgen oder dahin kommen will, dass sie eine Sperrminorität verhindert, was wiederum bedeutet, dass sie 75% der Aktien erreichen müsste am Ende des Tages. Ein sicherlich auch schwieriges Unterfangen angesichts der Tatsache, dass natürlich viele Risiken mit einem solchen Angebot und einer solchen Offerte verbunden sind. Es gab am Ende Juni dieses nicht Angebot, sondern zunächst einmal die Ankündigung an die Unternehmensleitung. Und seitdem ruht der See. Seitdem gibt es viele Gespräche. Von dem einen oder anderen konnte man in der Zeitung lesen. Aber ich glaube, es ist
nach wie vor eine große Chance da, dass K&S und das Management K&S, die ja sich klar positioniert haben, dass sie mit der vorgelegten Offerte in Richtung 40 € nicht einverstanden sind und das den jetzigen Eigentümern nicht empfehlen können, durchaus auch eine zurzeit Stabilisierung dieser Gespräche, wenngleich wir die nächsten Wochen sicherlich noch das eine oder andere möglicherweise auch an neuen Angeboten bekommen werden. Das Unternehmen hat eine Reihe von Instrumenten, von der Kapitalerhöhung bis hin zu den schon erwähnten kartellrechtlichen Fragen, bis hin aber auch möglicherweise der Akquisition weiterer Interessenten. Das ist dann der berühmte Weiße Ritter. All das ist zurzeit Gegenstand von Gesprächen und Verhandlungen des Unternehmens, auch auf dem Kapitalmarkt. Und das Unternehmen hat nach wie vor natürlich eine ganze Reihe von Gesprächen zu führen mit beispielsweise den Arbeitnehmervertreterinnen und Vertretern. Auch dort, glaube ich, wird ein amerikanischer Konzern wissen und muss wissen, dass es klare Voraussetzungen geben muss für alles Weitere, was dort möglicherweise passiert. Beispielsweise eine Garantie für die Arbeitsplätze, beispielsweise auch eine Garantie für die Standorte in Deutschland und das, was wir umweltrechtlich vereinbart haben. Ich erinnere an den Vier-Stufen-Plan, von dem wir nach wie vor überzeugt sind, dass es auch und gerade für dieses Unternehmen eine Verlässlichkeit und Planungssicherheit für die Zukunft bedeutet, die von erheblicher Bedeutung ist, zumal wir in der Frage der Ewigkeitslasten durchaus auch dafür Sorge tragen müssen, dass Bilanzen am Ende auch den Wert widerspiegeln, den das Unternehmen tatsächlich auch für sich erkennt. Kollege Boddenberg, kommen Sie bitte zum Schluss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden heute sicherlich noch das eine oder andere hören, auch zu dieser Frage des Vier-Stufen-Plans. Ich will abschließend sagen und schaue in die Reihen aller Fraktionen, ich bin sehr sicher, dass, wenn wir gemeinsam dieses Signal heute aussenden, dass wir weiterhin konstruktiv diesen Prozess begleiten, weiterhin aber sehr deutlich sagen, was wir wollen, nämlich dass wir ein Unternehmensmanagement in Deutschland, in Kassel haben wollen, dass wir die Europazentrale und die Zentrale weiterhin in Kassel haben wollen und dass wir um jeden einzelnen Arbeitsplatz dort ringen und streiten und kämpfen werden, dann glaube ich, ist das heute ein wichtiges Signal, das vom Hessischen Landtag ausgeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Als Nächstes spricht Kollegin Schott, DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Boddenberg, wenn ich Ihnen die Sorge um das Unternehmen abnehme, dann frage ich mich doch sehr, warum nicht längst die zuständigen Wirtschaftsminister der betroffenen Länder zusammengesessen haben, warum nicht längst die zuständigen Umweltministerinnen der betroffenen Länder dabei gesessen haben, um gemeinsam darüber nachzudenken, welche Schritte jetzt angesagt werden. Und ich wage hier einmal zu behaupten, wenn wir vor der Wahl in Thüringen wären, wäre das auch schon längst geschehen. Wir haben es gegenwärtig weltweit mit einem Übernahmepoker bei Kali-Unternehmen zu tun. Die spanische Iberpotash, die übrigens wesentlich höhere Umweltanforderungen erfüllt als K&S zurzeit, die nach Brüsseler Vorgaben die Einleitung ins Mittelmeer eingestellt haben und ihre Halden zurückbauen und unter Tage bringen, ja, Herr Schäfer-Gümbel, sollte von K&S übernommen werden. Die Chinesen sind gerade dabei, die kanadischen Western Potash zu übernehmen, und die kanadische Potash macht sich an K&S zu schaffen. Was hier in Erwartung steigender Preise für Kalidünger gespielt wird, ist Monopoly. Die Monopolbildungen wird auf dem Rücken der Menschen vor allem in Thüringen und Hessen und unserer Umwelt betrieben werden. Der kanadische Düngemittelriese Potash hat 1996 schon einmal versucht, K&S zu schlucken, aber die Bedingungen waren andere. 51% des Grubengeschäfts lagen in der Hand von BASF. Die waren auch bereit, ihren Mehrheitsanteil an die Kanadier weiterzureichen. Der damalige Wirtschaftsminister, auch das haben Sie eben erwähnt, Rex Roth, hat dies aus kartellrechtlichen Gründen verhindern können. Aktuell befinden sich ca. 90% der K&S-Aktien im Streubesitz, überwiegend internationaler Kapitalgeber. Die kanadische Potash hat strategische Aufkäufer platziert, die versuchen, möglichst viele Anteilseigner von ihrem Angebot zu überzeugen.
Geführt wird das Unternehmen von Jochen Tilg, der in Aachen Bergbau studiert hat, ein Deutscher, der gesagt hat, erstmal, er will den Standort erhalten. Man kann davon ausgehen, dass die Kapitalgeber nur Interesse an einer möglichst guten Rendite ihrer Aktie haben. Zerstörte Umweltgüter wie Trinkwasser, versalzene Böden und Flüsse dürften ihnen relativ gleichgültig sein. Auch der Erhalt der Arbeitsplätze interessiert sie vermutlich nicht, wenn der Übernahmepreis für ihre Aktienpakete stimmt. K&S hat sich in Kanada eingekauft, weil sie erwarten, dort etwa 80 € pro Tonne Produktionskosten durch untertägige Lagerung, also die Auflösung der Rohstoffe durch nach unten gebrachtes Wasser, Kali zu produzieren. Die deutlich niedrigeren Produktionskosten als im hessisch-thüringischen Revier lassen höhere Gewinne erwarten. Das ist natürlich klar. Potash geht von den gleichen günstigen Bedingungen wie K&S in Kanada aus. Beim gegenwärtigen Kalipreis ließe sich die gleiche Gewinnspanne in Deutschland nur bei erheblich gesenkten Löhnen und gesenkten Umweltstandards erreichen. Und das kann doch in diesem Haus niemand wollen, und das will sicher auch niemand. Ich möchte daran erinnern, dass auch K&S den konkreten Plan hat, zumindest einen Standort unter Breisbach in Thüringen vor dem Ende der Vorkommen zu schließen. So steht es in dem vom hessischen Umweltministerin ausgehandelten Vier-Phasen-Plan, den wir auch deshalb kritisiert haben. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es in der deutschen Kaliindustrie nicht das erste Mal ist, dass eine Marktbereinigung stattfindet. Vor 24 Jahren wurde der Standort Bischofferode geschlossen. Das war damals die Treuhand. Das war also Marktbereinigung mit staatlicher Beteiligung. Gleich, wer der Eigentümer der Produktionsstätten in Deutschland ist. Eine Konsolidierung steht in allen Stellen bevor. Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen werden, ob mit oder ohne Übernahme, vor die Wahl gestellt werden, niedrigere Löhne und Entlassungen zu akzeptieren. Ökodumping, also die Herabsetzung von Umweltstandards, setzt K&S gegenüber den Ländern bereits seit Jahrzehnten durch. Dem hatten oder wollten die letzten hessischen Landesregierungen nichts entgegensetzen. Und auch von dem Schwarz-Grün eingebrachten Antrag bleibt bei dem Punkt stehen. Es ist ein bisschen schwierig, auf einen Antrag einzugehen, der erst als Tischvorlage direkt vor dem Aufruf des Tagesordnungspunkts am frühen Morgen vorgelegt wird. Das muss man auch einmal sagen, ist nicht so besonders guter Stil. Also, ich meine, Sie wissen das seit Wochen, aber Sie schaffen es erst heute Morgen. Ich möchte im Folgenden konkreter werden und einige, das ist ja eine unglaubliche Leistung, es am Abend vorher herumzuschicken, einige Punkte fixieren und Vorschläge unterbreiten. Deutlich werden unserer Ansicht nach vier Punkte. Ob mit oder ohne Übernahme von K&S wird eine Betriebsführung Produktionsstandorte in hessisch-thürischen Kali-Revier schließen wollen. Das ist bereits jetzt deutlich angekündigt. Weiterhin wird ein Unternehmen darauf dringen, seine Abfälle zu möglichst niedrigen Kosten entsorgen zu wollen, um weitere Schäden an Allgemeingütern wie Trinkwasserflüssen, Böden und den Lagerstätten einzudämmen, kann die EU ein Bündnispartner sein und kein Hindernis, das man zum Wohl der Kaliindustrie umgehen muss, wie es die hessische Umweltministerin aktuell zu tun versucht. Ökodumping hat die Renditeerwartungen vor allem internationalen Kapitaleigner befriedigt. Hier hat es den Aufbau einer umweltverträglichen Kaliproduktion verhindert. Niedrigere Umweltstandards versuchen Folgekosten, die sogenannten Ewigkeitslasten, die kurz oder lang aus öffentlichen Kassen zu begleichen sind. Wie das in Thüringen ja nachdrücklich seit Jahren zu beobachten ist, da zahlt die öffentliche Hand seit vielen Jahren drauf. Hier unterliegt die hessische Landesregierung unserer Meinung nach einer großen Fehleinschätzung. Aber dazu haben wir in den letzten Plenarwochen gefühlte 50 Initiativen eingebracht, ohne dass wir es ihnen näher bringen konnten. Ökodumping kann auch mittelfristig keine Arbeitsplätze in der Kali-Industrie sichern. Der Fragestellung, über die wir nachdenken müssen, wie man hier unter diesen Prämissen einen Standort in Deutschland sichern kann, müssen wir dringend nachgehen. Wir dürfen die Wettbewerbssituation nicht dazu missbrauchen lassen, dass es einen Wettbewerb um die niedrigsten Umweltstandards und um die niedrigsten Löhne gibt. Das gilt es zu verhindern. Die hessische Landesregierung darf sich nicht erpressen lassen, weiter in der Kali-Industrie Ökodumping mit hohen Folgekosten für die Allgemeinheit zu genehmigen und die Arbeitsplätze werden abgebaut. Das sind für uns beides keine Optionen, dieses Entweder-Oder. Sie dürfen es nicht gegeneinander stellen lassen. Es muss miteinander gedacht werden. Das ist der entscheidende Punkt. Und vier Punkte muss aus unserer Ansicht die hessische Landesregierung dem jetzigen Betreiber als auch jedem anderen ganz klar machen.
Erstens. Für die Schaffung weiterer Ewigkeitslasten wie versalzenes Grundwasser und große Salzhalden wird es keine behördlichen Zusagen mehr geben, weder für K&S noch für einen Konkurrenten. Die Praxis der Gewässerbelastung durch Versenkung der Salzabwässer in den Untergrund sowie durch Einleitung in die Werra und Weser sind unverzüglich zu beenden. Diese Praxis stellt einen Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot der europäischen Wasserrahmenrichtlinie dar, vergiftet Trinkwasser und zerstört die natürliche Artenvielfalt sowie die Produktivität der Süßwasserflüsse. Zweitens. Die Abfälle gehören wieder unter Tage. Der seit 1969 erlaubte Abbau der Rohstoffe ohne die Pflicht, die leer geförderten Lagerstätten wieder zu verfüllen, also der sogenannte versatzlose Abbau, muss unverzüglich eingestellt werden zugunsten des Abbaus des Versatzes unter den Berg. Und die existierenden Halden sind spätestens mit Beendigung der untertägigen Salzgewinnung zurückzubauen. Das, was da jetzt schon liegt, sind ja große Mengen. Das Haldenmaterial ist entweder weiter zur Herstellung von Produkten aufzubereiten oder als Versatz nach Untertage zu bringen. Auf diesen Punkt muss die Landesregierung bei der Aufstellung der Abschlussbetriebspläne bestehen. Firmen müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie hier nicht die Rohstoffe abbauen können und wenn das nicht mehr rentabel ist, ihre Abfälle einfach hier in der Landschaft liegen lassen können für die nächsten 1000 Jahre. Und für all diese Forderungen gibt es Gesetzesgrundlagen, die nur entsprechend angewendet werden müssen. Dafür ist die Bergbehörde zuständig und ihre Aufsicht die hessische Umweltministerin. Wenn Privatunternehmen unverantwortlich niedrige Umweltstandards durchsetzen wollen oder mit Arbeitsplatzabbau und Werkschließung drohen, muss ihnen eins klar sein, und das ist der vierte Punkt. Bund und Länder sollten nicht zögern, sich gemeinsam der Verantwortung für den Kalibergbau zu stellen. Sie dürfen nicht zögern, sich im Kalibergbau zu engagieren und ein Unternehmen, welches im letzten Jahr 800 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet hat und das, obwohl es fast 1 Milliarde in Kanada investiert hat, in eigener Regie weiterzuführen. Das ist volkswirtschaftlich viel sinnvoller, als Arbeitsplätze zu vernichten oder Ewigkeitskosten in Milliardenhöhe zu erzeugen. Um das klar zu sein, Ziel kann es nicht sein, in einen Bieterwettstreit um K&S einzusteigen. K&S wird derzeit mit rund 10 Milliarden Börsenwert bewertet und aus Steuergeldern einige Milliarden Euro zu investieren. Darum kann es nicht gehen. Es geht darum, den Kaliproduzenten klarzumachen, dass wir das Monopoly-Spiel zulasten der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der Umwelt nicht mitmachen werden. Es geht darum, dass wir im Fall der Fälle das Gesetz genau hinsehen, wie wir das Gesetz erlassen können, welches der Artikel 41 der Hessischen Verfassung vorsieht. Und da steht, man kann den Kalibergbau in Gemeineigentum überführen. Ja, Sie müssen gucken, ob es möglich ist. Und dann kann man sich überlegen, ob man die Karte zieht. Sie lachen hier über die Verfassung. Machen Sie sich das einmal klar. Der Thüringer Landtag ist da schon etwas weiter. Die Grünen und Umweltminister Anja Sigismund prüft derzeit, ob die Thüringer Landesregierung die Möglichkeit der Anwendung des KUTEC-Verfahrens als Forschungsauftrag vergeben will. Ziel ist es, bei der Kaliförderung den Stand der Technik anzuwenden und eine deutlich umweltfreundlichere Kaliförderung durchzusetzen. Gleich, wer Eigentümer ist. Die hessische Umweltministerin sollte endlich einsehen, dass ihr Vierphasenplan nicht zielführend ist. Sie sollte sich mit ihrer Thüringer Amtskollegin zusammentun und dieses Projekt gemeinsam starten und ihr an der Stelle nicht in den Rücken fallen. So schwer kann das doch nicht sein. Sie gehören doch derselben Partei an. Kollegin Schott, bitte kommen Sie zum Schluss. Ich finde an dieser Stelle, dass es höchste Zeit ist, dass man gemeinsam nach fortschrittlichen Ansätzen guckt, das mit den Ländern gemeinsam bespricht, über Parteigrenzen hinwegschaut und Ressentiments abbaut. Hier geht es darum, einer ganzen Region die Möglichkeit zu erhalten, Arbeit für Menschen zu bieten und gleichzeitig die Ewigkeitslasten zu senken. Das ist unser Auftrag, den wir zu erfüllen haben, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Zunächst will ich in den Dank, den Herr Boddenberg bereits formuliert hat, einsteigen und will mich auch meinerseits ganz herzlich dafür bedanken, dass es in den letzten Tagen gelungen ist, seitens der beiden Regierungsfraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der Sozialdemokratischen Landtagsfraktion eine gemeinsame Positionierung zur Frage der möglichen Übernahme von K&S zu entwickeln. Eine Position, die auch ausdrücklich, das will ich hier erwähnen, auch Wunsch und Anliegen
der Beschäftigten und ihrer Vertretung, der IGBCE, war und ist, weil das Thema, das wir heute hier behandeln, eben nicht so ganz banal ist und es nicht nur um irgendwie eine Betriebsübernahme geht. Deswegen ganz herzlichen Dank in Ihre Richtung, dass das am Ende möglich war. Auch bei den anfangs unterschiedlichen Sichtweisen. Aber ich denke, das hat sich dann am Ende ganz gut gerückelt, wenn man sich einmal auf das Wesentliche konzentriert. Und damit ich auf den Kern eingehen kann, will ich zunächst zwei Vorbemerkungen machen, Frau Schott. Und ich will es nur mit zwei kurzen Bemerkungen machen. Erstens, Sie können, glaube ich, davon ausgehen, und ich bin selten in der Situation, den Ministerpräsidenten hier zu verteidigen. Aber Sie können davon ausgehen, dass in dieser Frage zwischen dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen und Hessen sowie den notwendig beteiligten Regierungsmitgliedern in Berlin ein enger Austausch stattfindet, um diesen Prozess zu begleiten, und zwar im Interesse dessen, was ich gleich sage. Zweitens. Ich finde die despektierlichen Bemerkungen zur Frage, welche Ökobilanz K&S hat und wie schlimm das alles mit dem Bergbau ist. Ich will wenigstens darauf hinweisen, dass seit 1993 die Schmutzfracht um das 20-fache gesenkt wurde. Es ist nicht so, dass da gar nichts passiert ist. Und ich finde, das kann man nicht einfach ignorieren, unabhängig von der Frage, wie man grundsätzlich zum Bergbau in Nordhessen steht. Seitens meiner Fraktion will ich das sehr klar sagen. Wir stehen zum Bergbau in Nordhessen als einem ganz wesentlichen Element auch der regionalen Wertschöpfung und Entwicklung. Und das sage ich ganz offen dazu, auch bei manchmal kritischen Debatten in den eigenen Reihen über die Frage, wie viel mehr Umweltschutz muss es sein im Vergleich zum Bergbau und wie viel mehr Bergbau muss es sein im Vergleich zum Umweltschutz. Das ist bei uns keine abschließend unumstrittene Frage. Wäre abenteuerlich, das zu meinen. Aber warum diskutieren wir das heute überhaupt? Kollege Schäfer-Gümbel, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Schaus? Nein. Warum diskutieren wir das? Herr Schaus kann ja kurz intervenieren, dann kann ich danach noch einmal, aber ich möchte gerne meine anderen Punkte vortragen. Ich freue mich auf die Frage dann anschließend. Warum diskutieren wir das hier und heute? Weil es bei K&S um ein Unternehmen geht, in dem es nicht nur um die Frage eines möglichst hohen Angebots bei einer Übernahme geht, sondern ausdrücklich K&S, der Vorstand und der Aufsichtsrat bei der Ablehnung der Offerte von Potash darauf hingewiesen hat, dass diese Übernahme nicht nur in der Höhe des Angebots nicht zureichend ist, sondern dass es schädlich ist für die Standorte und die Beschäftigten in Hessen und darüber hinaus. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es geht hier darum, dass wir über ein Unternehmen mit 14.000 Beschäftigten reden, davon etwa 7.500 in Hessen, ein Unternehmen, das ganz wesentlich für die Wohlstandsentwicklung einer ganzen Region Verantwortung trägt, das mit seiner Wertschöpfung Arbeit und Einkommen in einer großen Region unseres Bundeslandes schützt und entwickelt. Ein Unternehmen, das ein eigenes Geschäftsmodell hat, das sich gut entwickelt hat und das trotz einer schwierigen Marktlage, auf die Herr Boddenberg hingewiesen hat, und das in dieser Form auch eigenständig und finanziell gesund ist. Jetzt gibt es gleichzeitig, auch darauf hat Herr Boddenberg schon hingewiesen, einen Kalimarkt, der sich in den letzten Jahren drastisch verändert hat, unter anderem durch den Bruch des russischen Kalikartells und den Veränderungen am Markt bei der Preisbildung. Auf der anderen Seite neue Lagerstätten in Kanada. Da spielt K&S auch eine Rolle. Aber auch den Interessenslagen beispielsweise aus China bei der Entwicklung im Kalibergbau. Alles Themen, die mit Blick auf wachsende Bedarfe, beispielsweise in Lateinamerika und in Afrika, natürlich auch hohe wirtschaftliche Interessenslagen wecken. Gleichzeitig gibt es enorme Überkapazitäten. Und insbesondere Potash ist nun einmal ein Unternehmen, das da viel investiert hat und jetzt erhebliche Probleme hat. Und für sich genommen ist das erst einmal das Problem von Potash. Aber Potash versucht jetzt offensichtlich, das ist meine Interpretation, das eigene Problem auf dem Rücken eines anderen zu lösen. Klassischer Versuch der Marktbereinigung. Und ich finde, an der Stelle, wenn es dann in der Tat um hessische Arbeitsplätze geht, um hessische Wertschöpfung, dann darf der Hessische Landtag sagen, das schauen wir uns nicht nur genau an, sondern auch das Land Hessen hat dabei ein Interesse, weil wir wollen, dass auch in Zukunft
Menschen in Nordhessen, in den betroffenen Regionen, Arbeit und Einkommen haben, dass ein Unternehmen erfolgreich ist, das im Kern die Lebensader einer ganzen Region ist. Deswegen müssen wir es hier diskutieren. Und ich will das klar sagen. Ein Unternehmen, das ankündigt, bis zu 8 Milliarden € in die Hand zu nehmen, um ein anderes zu kaufen, das mir aber öffentlich nicht erklären kann, wie werden denn anschließend diese 8 Milliarden € verdient. Und ehrlich gesagt, an den Glücksritter glaube ich in dem Sektor der Rohstoffwirtschaft nun ausdrücklich nicht. Und solange Potash mir nicht erklären kann, wie das mit den 8 Milliarden € sein soll, macht mich das außerordentlich bösgläubig. Mit Blick auf abstrakte Erklärungen nach dem Motto, man könne über Garantien hier und dort reden, man könne über die Frage von allen Möglichen reden, über die Frage, ob sozusagen eine kleine Konzernzentrale in Kassel bleibt und dass es am Ende sozusagen im Wohl aller sei, weil man sich strategisch mit Blick auf neue Minenprojekte in Russland, aber auch die Entwicklung in Kanada dadurch besser aufstellt. Ich glaube das nicht. Ich sage das in aller Offenheit. Ich glaube das nicht. Mich überzeugt das nicht, und mich überzeugt auch die Kursrallye an den Börsen nicht, die wir derzeit bei der K&S-Aktie erleben. Ich erlebe, dass viele in diesen Tagen Dollar- und Eurozeichen in den Augen haben, weil sie glauben, ein gutes Geschäft machen zu können. Aber ich finde, das Parlament ist der richtige Ort, zu sagen, dass unsere Interessensvertretung nicht an allererster Stelle diejenigen sind, die mit Dollar- und Eurozeichen in den Augen sich über ein solches Projekt freuen, sondern in allererster Linie unser Interesse sein muss, dass auch zukünftig Menschen in Nordhessen Arbeit und Einkommen bekommen, ein Unternehmen erfolgreich arbeiten kann. Auch deswegen ist es richtig, wenn der Hessische Landtag sagt, wir wollen, dass K&S eigenständig, erfolgreich und zukunftsfähig bleibt. Dafür herzlichen Dank. Eine vertrauensbildende Maßnahme könnte im Übrigen sein, dass Potash mal den Prospekt veröffentlicht, mit dem die 8 Milliarden € bei großen Fonds in Nordamerika eingesammelt wurden. Weil da steht wirklich drin, was der Grund und die Strategie ist, wie man denn mit den 8 Milliarden € Invest am Ende um die Ecke kommt. Das wäre eine spannende Frage. Ich weiß auch, das werden wir nicht hinkriegen. Aber ich glaube, dass es interessant wäre, mal in die wirklichen Karten der Protagonisten auf der kanadischen Seite zu schauen. Deswegen sage ich sehr klar, für uns, es ist kein Geschäftsmodell erkennbar. Die Garantien scheinen doch sehr nebulös zu sein. Die Situation der Beschäftigten scheint mir nicht geklärt zu sein. Bis hin zu den Fragen, was heißt das eigentlich für unser Reglement der Mitbestimmung? Es nutzt uns ja nichts, wenn in einem neuen großen Konzern sozusagen unsere Idee von Mitbestimmung und Beteiligung für deutsche Standorte abgesichert ist, aber am Ende die Investitionsentscheidung in Kanada oder anderswo treffen. Das gilt übrigens auch für die Ökothemen. Deswegen ist das ja ausdrücklich auch Gegenstand des Antrags geworden, weil wir wissen, je näher die Verantwortlichen an den Standorten und Problemen sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir am Ende zu tragfähigen und gemeinsamen Lösungen hinkommen. Und deswegen ist es gut, dass wir das heute hier machen und dass wir hier gemeinsam sagen, was wir wollen. Lassen Sie mich zum Abschluss wenige sehr grundsätzliche Bemerkungen noch machen. Es geht hier nicht um ein Ökothema. Es geht auch um ein Ökothema. Es geht vor allem um ein Thema der Industriepolitik. Und es geht um ein Thema der Industriepolitik auch deswegen, und auch das darf man manchmal im Hessischen Landtag sagen, in einem Umfeld, in dem große Akteure auf Grundlage der Globalisierung gerade versuchen, Rohstoffmärkte unter sich aufzuteilen. Und es gibt wenige Bereiche, in denen aus Deutschland heraus es noch wirklich handlungsfähige Strukturen im Rohstoffsektor gibt. Und wenn wir diese Kompetenzen verlieren, verlieren wir auch das Know-how, wir verlieren die Technik, und damit verlieren wir am Ende auch Wettbewerbsfähigkeit. Und deswegen muss dieses Thema hier auf den Tisch. Und wir müssen auch aufpassen, meine letzten zwei Sätze, wir müssen auch aufpassen, dass wir im Wettbewerb, das bezieht sich jetzt weniger auf Kanada, aber auf viele andere, im Wettbewerb mit staatsautoritären Systemen und Marktwirtschaften nicht sozusagen, weil wir den ordnungspolitischen Grundsatzaufsatz für wichtiger nehmen als Interessenslagen, am Ende unsere Optionen verlieren. Deswegen ist es richtig, das hier nicht zu diskutieren.
sondern am Ende auch klar zu sagen, die Politik will, dass K&S hessisch bleibt, dass es frei bleibt, dass es eigenständig bleibt. Deswegen ist das heute eine gute Debatte. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat Kollege Schaus das Wort. 2 Minuten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem Herr Schäfer-Gümbel mich eingeladen hat, eine Kurzintervention zu machen, will ich das an dieser Stelle auch tun und das mit einer, Frage verbinden, die mich seitdem bekannt wird, dass Potash Interesse gezeigt hat zur Übernahme von K+S umtreibt. Die Frage, die ich Ihnen stellen will, Herr Schäfer-Gümbel, ist, ob Sie nicht auch der Meinung sind, dass die laschen Umweltauflagen, die ja die hessische Umweltministerin erst vor wenigen Monaten gegenüber Kali und Salz, erlassen hat, die eine weitere Einleitung der Abfälle über längere Zeit zulassen, die eine Regenerierung der Umwelt bis zum Jahre 2075 erst vorsehen, Süßwasserqualität in der Werra und Weser bis 2075 nicht geradezu eine Einladung waren an Potash, sozusagen langfristig gesichert hier Abbau betreiben zu können, um dann auch tatsächlich diese Offerte zu bringen. Wir sind ja durchaus an Ihrer Seite, wenn es um die Frage Mitbestimmung, insbesondere internationaler Konzerne, angeht. Aber mich würde auch dann interessieren, inwieweit, und es geht ja um ein kanadisches Unternehmen, dann Ihre Partei im Hinblick auf CETA und TTIP, die ja in diesem Zusammenhang auch eine Rolle spielen, dann auch zu einer Positionsänderung kommt. Vielen Dank. Kollege Schäfer-Gümbel zur Erwiderung. Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, Herr Schaus hat eine Frage gestellt am Anfang, die ich gerne kurz und klar beantworten will. Nein. Zweitens, zu Ihren verschwörungstheoretischen Aspekten zum Thema CETA sage ich Ihnen, es sind verschwörungstheoretische Optionen. An der Stelle CETA reinzutreten, es ist wirklich so absurd. Und ehrlich gesagt, vielleicht sollten wir mal die Sachen auch so sortieren, wie sie gehören. Das würde mancher Debatte hier wirklich gut tun. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bis heute gibt es kein offizielles Übernahmeangebot der Firma Potash an das Unternehmen K&S. Bisher gibt es einen Vorschlag an das Management von K&S, der vom Vorstand und Aufsichtsrat geprüft und abgelehnt wurde, weil er nach Auffassung der Unternehmensführung nicht im Sinne der Eigentümer, sprich der Aktionäre ist, meine Damen und Herren. Seitdem ist es aus Richtung Potash still geworden, und eigentlich fehlt damit auch die Basis, um weitere Gespräche zwischen den Unternehmen zu führen. Aber kaum ist der Vorschlag veröffentlicht worden, wie es die Pflicht ja von Vorstand und Aufsichtsrat ist, schaltet sich Politik ein. Die Reaktionen von Politikern und Regierungen folgen dabei einem Muster in den Reaktionen, wie sie in anderen Fällen auch in Hessen zu sehen waren. Nehmen wir einmal die Beispiele Philipp Holzmann, Opel oder Schlecker. Meine Damen und Herren, in jedem dieser Fälle setzte sich aber am Ende eine klare Ordnungspolitik durch. Die, meine Damen und Herren, ist die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft. Aber gerade bei einer Aktiengesellschaft, der Kollege Boddenberg hat selber darauf hingewiesen, verbietet sich für meine Vorstellung
eine Einflussnahme umso mehr, dieser Einfluss auf den Aktienkurs direkt den Einfluss hat, sowohl wie die eine wie in die andere Richtung. Und, meine Damen und Herren, wir können hier natürlich im Landtag immer alles diskutieren, aber wenn Sie den Eindruck erwecken, dass die Landesregierung hier handelt, um eine Übernahme zu verhindern, dann sollten Sie auch sagen, was Sie beabsichtigen zu tun. Ich persönlich schätze, dass das kanadische Unternehmen ein Zeitfenster nutzen will, wo die Potenziale von K&S sich nicht in der Bilanz widerspiegeln und auch nicht im Aktienkurs. Ein Analyst würde wohl sagen, die Aktie von K&S war unterbewertet. Ein Zeitfenster, das eine Übernahme attraktiv erscheinen lässt und gleichzeitig erhebliche Überkapazitäten im eigenen Konzern lösen können wird, das ist ja wohl die Absicht bei Potash. Das haben auch die Kollegen ja auch schon angesprochen. Meine Damen und Herren, die Potenziale von K&S liegen vor allem in den neuen Abbaugebieten in Kanada, werden sich aber erst 2017 in den Bilanzen widerspiegeln und damit auch in einer Börsenbewertung. Für diese vorausschauende Geschäftspolitik ist dem Vorstand und dem Aufsichtsrat zu danken, weil sie auch Arbeitsplätze und die Standorte in Deutschland absichern. Kommen die Potenziale aber in die Bilanz hinein, wird es für einen Wettbewerber deutlich schwieriger, dieses Unternehmen zu übernehmen. Nun kann natürlich Potash auch weiterhin versuchen, Aktienpakete zu erwerben und direkt an die K&S-Aktionäre herantreten. Das muss dann aber bitte jeder Eigentümer für sich selbst entscheiden. Und der Vorstand ist in diesem Falle, in dem Falle einer feindlichen Übernahme, Herr Boddenberg, zur Neutralität verpflichtet, und aus gutem Grund. Und auch eine Regierung sollte sich dann tunlichst nicht einmischen, sonst sieht sie sich nämlich der Gefahr von Schadensersatzansprüchen gegenüber Eigentümer gegenüber. Meine Damen und Herren. Was kann Politik einer Regierung denn überhaupt unternehmen, so wie das ja hier alle Fraktionen bisher geäußert haben? Und, meine Damen und Herren, bitte auch die FDP-Fraktion nicht falsch verstehen. Auch wir hätten gerne ein Unternehmen in hiesigen Händen, weil es, das kam ja auch in den Anträgen heraus, da tun sich ja manche Nebenkriegsschauplätze auf. Meine Damen und Herren, aus unserer Sicht ist eine Unternehmensführung, die von Eigentümern berufen wurde, die das Unternehmen mit seiner langen Tradition kennen, was sich seinen Mitarbeitern verpflichtet fühlt, seiner Regionalität, seiner regionalen Herkunft verpflichtet fühlt, ist uns auch lieber, wenn es um so schwierige Fragen geht wie Umweltschutz, Entsorgung von Produktionsabfällen oder nachhaltige Lösungen zu finden. Aber, meine Damen und Herren, in einem Rechtsstaat darf das doch niemals die Herkunft eines Eigentümers eine Rolle spielen, wenn es z.B. um die Frage von Genehmigungsverfahren für Versenkungen oder die Genehmigung für eine Pipeline geht. Nicht einmal eine unterschiedliche Forderung an die Genehmigungsunterlagen darf Grundlage politischen Handels sein, woher der Eigentümer kommt. Daran besteht doch hoffentlich immer noch Einigkeit in diesem Haus. Also in diesem Punkt kann die Regierung keine Unterschiede machen. Natürlich könnte ein Parlament auf die Idee kommen, und Frau Schott hat es ja schon gesagt, eigentlich habe ich nicht wirklich damit gerechnet, dass Sie das hier bringen, Frau Schott, aber natürlich kann ein Parlament auch auf die Idee kommen, selber Eigentümer werden zu wollen. Liebe Frau Schott, diese Versuche sind nun flächendeckend in der DDR schiefgegangen. Ich hatte die Hoffnung, dass auch Sie sich dann von solchen Ideen verabschiedet
Nein, meine Damen und Herren, solche Ideen scheiden wohl auch aus, zumindest solange die Linksfraktion nicht regiert. Eine Regierung, meine Damen und Herren, kann versuchen, Einfluss zu nehmen, dass es bei einer Übernahme zu einer Standortsicherung kommt und mit einer Arbeitsplatzgarantie verbunden ist. Nun, interessant ist, dass Potesch behauptet, keine Mitarbeiter entlassen zu wollen und keinen Standort zu schließen, sogar Kassel als Headquarter zu stärken. Was man auch immer von solchen Zusagen halten mag, echten Einfluss kann die Regierung nur dann ausüben, wenn sie z.B. für Bürgschaften oder Ähnliches angefragt wird. Aber die Landesregierung, meine Damen und Herren, ist wohl bis jetzt überhaupt nicht gefragt worden. Nein, das kommt wohl dann auch nicht in Frage. Der Antrag von CDU und GRÜNEN verweist ja bei der Entsorgung auf einen öffentlichen rechtlichen Vertrag im Gegensatz für Planungssicherheit. Der würde aber auch wohl hoffentlich unabhängig von der Aktionärsstruktur gelten müssen, für die einen wie für die anderen. Das hat nämlich immer zwei Seiten der gleichen Medaille. Meine Damen und Herren, ich fand es zumindest schwierig, den Eindruck, den Sie ja mit Ihrem ursprünglichen Antrag erweckt haben, dass Sie ich sag mal, diese Entscheidungsfinden zum Grundlage politischen Handels machen wollen. Aber diesen Antrag haben Sie ja auch zurückgezogen. Aber Sie weisen auch trotzdem in beiden Anträgen auf das Kartellrecht. Ja, das Kartellrecht soll helfen. Ja, das Kartellamt ist ein starkes Instrument. Aber, meine Damen und Herren, ich frage Sie, wie würden Sie denn das andersrum bewerten? Wenn Kali und Salz Potash in Kanada übernehmen wollte, wie wäre denn dann Ihre Einstellung zum Kartellamt? Wie soll das Kartellamt denn dann Ihrer Meinung nach entscheiden? Meine Damen und Herren, die Freien Demokraten haben in der Vergangenheit mit ihren Ministern alles getan, um dem Unternehmen Kali und Salz Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Produktion von Rohstoffen in Hessen möglich macht und auch weiterhin machen soll in einem schwierigen Marktumfeld. Unsere Politik ist danach ausgerichtet, die Arbeitsplätze zu erhalten und die Umweltprobleme zu lösen. Und dabei das Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten. Meine Damen und Herren, das ist nicht immer so von allen Fraktionen hier gesehen worden. In Ihrem Antrag verweisen Sie ja auch auf den Vier-Phasen-Plan mit einer ähnlichen Stoßrichtung. Kritik kann man sicherlich in Einzelfragen üben, Frau Staatsministerin Hinz. Grundsatzkritik an dem Vier-Phasen-Plan üben wir nicht. Aber es fehlen ja bisher die Zustimmungen für die anderen Anrainerländer, Thüringen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Meine Damen und Herren, diese Einigung festzuziehen, wird nun zur Chefsache. Wir haben ja der Presse entnehmen dürfen, dass der Ministerpräsident sich persönlich schon in Gesprächen mit Unternehmensführungen beider Seiten beschäftigt. Aber, meine Damen und Herren, die Frage der Einigung auf die Problemstellung, kann ich die Produktionsabfälle nun nachhaltig wirklich einer Entsorgung zuführen? Das ist jetzt Aufgabe des Ministerpräsidenten, hier mit den anderen Bundesländern eine entsprechende Einigung zu finden, meine Damen und Herren. Kollege Lenders, bitte kommen Sie zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Die Rahmenbedingungen für die Produktion von Rohstoffen in Deutschland muss Chefsache werden, unbürokratisch und wirtschaftlich. Dann sieht die FDP das Unternehmen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so gut aufgestellt, um eine mögliche Übernahme abzuwehren. Dann wird der Aktienpreis so hoch sein, dass es für einen Wettbewerber erst einmal rechnen muss, sich die Eigentümerstruktur an Land zu ziehen. Dann wird sich ein Unternehmen das gut überlegen, ob sie tatsächlich einen sehr, sehr hohen Preis für die Aktie zahlen muss. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin Kollegin Erfurth, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst eine Anmerkung zu dem Antrag der LINKEN. Frau Schott, die Gespräche, da können Sie sicher sein, die werden geführt auf allen Ebenen, und es wird sicherlich, es wird auf allen Ebenen, auch in allen Gesprächsrunden versucht, auch Umweltstandards durchzusetzen. Und Ihrem Antrag, das möchte ich auch vorweg sagen, werden die anderen. Ihrem Antrag, das möchte ich vorweg sagen, werden wir nicht zustimmen, weil der würde in der Konsequenz in die Wüste führen. Meine Damen und Herren, wir Grüne begleiten das Unternehmen K&S schon sehr lange intensiv, kritisch oder kritisch intensiv, je nachdem, wie Sie das sehen möchten. Das galt zu Zeiten der Opposition, und das gilt auch heute in der Regierungskoalition zusammen mit der CDU. Und es hat diesen Landtag ausgezeichnet, dass wir bei dem Thema K&S viele wichtige Beschlüsse auch einvernehmlich gefasst haben. Und da begrüße ich es ausdrücklich, dass es nach einigen Anläufen am Ende doch gelungen ist, heute auch einen gemeinsamen Antrag mit CDU, SPD und GRÜNEN hier vorzulegen. Denn es geht in der Tat um ein wichtiges Signal. Meine Vorredner haben es beschrieben. Der Konzern Kali und Salz hängt am Weltkalimarkt. Und wenn dort die Preise einbrechen, dann merken wir das hier in Hessen auch rasch und schnell und sehr nachdrücklich. Wir haben das hier z.B. in Hessen gemerkt, als die russischen Mitbewerber sich von der bisherigen Marktstrategie verabschiedet haben und im Sommer 2013 begonnen haben, sich gegenseitig zu unterbieten. Damals brachen die Erlöse ein, und bei K&S und natürlich auch die Bereitschaft, mehr für die Umwelt zu investieren. Diese Bereitschaft, die schien zu wackeln. Und dennoch, meine Damen und Herren, haben wir in der schwarz-grünen Koalition gegenüber dem Unternehmen immer deutlich gemacht, dass wir stärkere Anstrengungen des Unternehmens brauchen, um Werra und Weser zu entlasten und um die Versenkung zu beenden. Die Begleitmusik des Übernahmeangebots der kanadischen Potash Corporation lässt die Alarmglocken klingeln. Es wird mit strategischen Vorteilen am Weltkalimarkt begründet. Und ein solcher strategischer Vorteil könnte ja durchaus sein, den Mitbewerber vom Markt zu drängen und auch hier Standorte in Hessen zu schließen. Die realen Gefahren haben der Kollege Schäfer-Gümbel und auch Herr Boddenberg schon beschrieben. Kali und Salz produziert hochwertige Waren in Hessen. Aber auch darauf hat Herr Schäfer-Gümbel schon hingewiesen und auch Herr Boddenberg. Diese Gestehungskosten sind im Vergleich zu anderen Standorten hier in Hessen besonders hoch. Daher besteht aus unserer Ansicht die reale Gefahr, dass hier durch Marktbereinigung, wie das immer so schön heißt, auch Gruben geschlossen werden. Deshalb haben wir in der schwarz-grünen Koalition ein hohes Interesse daran, dass Kali und Salz ein selbstständiges Unternehmen mit Sitz in Hessen bleibt. Das sage ich auch sehr deutlich in die Richtung der FDP. Wir haben ein Interesse daran, uns hier einzumischen, weil wir auch ein vitales Interesse daran haben, mit Kali und Salz und den Vorständen, die hier ansässig sind, im Gespräch zu bleiben, weil wir nämlich ein hohes Interesse daran haben, Vereinbarungen über die Umweltlasten zu treffen. Das ist ja nicht trivial, weil Natürlich verursacht Bergbau Umweltlasten, und natürlich müssen wir versuchen, diese Umweltlasten auch so einzugrenzen, dass sie auch der Umwelt nicht langfristig schaden. Und deshalb wollen wir, dass das Unternehmen weiterhin Bestand hat. Wir wollen, dass in der Region Nordosthessen weiterhin hochwertige Arbeitsplätze im Bergbau angeboten werden können. Das ist unser erklärtes Ziel. Wir wollen aber auch, dass das Unternehmen weiterhin Geld verdient, weil wir sicherstellen wollen, dass die umweltverträglichen Entsorgungsmöglichkeiten
Möglichkeiten finanziert werden können und dass diese umweltverträglichen Entsorgungsmöglichkeiten auch tatsächlich angegangen werden und auch, dass auch besonders in die Ewigkeitslasten investiert werden. Das ist keine neue Erkenntnis, das habe ich hier schon immer gesagt, in all den Jahren, in denen ich für das Thema stehe. Wir wollen, dass Kali und Salz auch für die Umweltlasten einsteckt, und dafür muss das Unternehmen auch Geld in die Hand nehmen können. Und wir freuen uns. Und wir freuen uns, wenn andere Fraktionen unser Vorhaben unterstützen. Deshalb ist es gut, dass die SPD diesen Antrag mit uns gemeinsam hier eingebracht hat. Und ich hoffe, dass sich auch noch andere anschließen. Ich habe aber nach Ihrer Rede, Herr Lenders, nicht mehr so viel Hoffnung, dass die FDP sich auch noch anschließt. Es ist aus unserer Sicht gut, dass CDU und SPD auf Bundesebene gemeinsam dürfen werben, dass K&S ein eigenständiges Unternehmen bleiben kann. Aus unserer Sicht muss man sehr genau auf das Kartellrecht schauen. Das wird nicht so einfach gehen wie bei der damaligen Fusion, als 1997 schon einmal Potash und Kali und Salz vor einem Fusionsunternehmen standen. Damals gab es noch keine europäische Fusionskontrolle. Und 1997 hat allein der Inlandsumsatz von Kali und Salz ausgereicht, um die Fusion zu untersagen. Meine Vorredner haben darauf hingewiesen. Seitdem hat sich allerdings die Welt weitergedreht. Das Kartellrecht hat sich verändert. Und ein Prüfungsansatz ergäbe sich aus unserer Sicht noch in der Möglichkeit des Kartellverbots. Die drei kanadischen Unternehmen bilden ein staatlich genehmigtes Kartell, dessen Wettbewerbsbeschränkungen sich im Falle einer Fusion auch auf Deutschland und auch die EU auswirken könnten. Hier könnte sich ein neuer Ansatz ergeben, falls Potash einen neuen Anlauf nehmen sollte, K&S ein erneutes Übernahmeangebot zu machen. Daher ist es gut, wenn es viele Verbündete gibt, dieses Übernahmeangebot abzulehnen und abzuwehren. Meine Damen und Herren, ich wiederhole es noch einmal. Wir haben in der schwarz-grünen Koalition ein sehr hohes Interesse daran, dass K&S ein selbstständiges Unternehmen bleibt, weil wir ein gemeinsames Interesse daran haben, dass sich endlich auf den Weg begeben wird, die Rückstände aus der Kali-Industrie umweltverträglich zu entsorgen und die Balance zwischen Ökonomie und Ökologie wirklich herzustellen. Nachdem sich der lange, auch von uns GRÜNEN verfolgte Weg auf der Grundlage des runden Tisches Entsorgung sicherzustellen als nicht durchsetzbar erwiesen hat, das Stichwort ist hier die Nordsee-Pipeline, da hat sich die Umweltministerin Priska Hinz mit dem Eckpunktepapier zum Vierphasenplan dieser Vierphasenplan einen neuen Weg eröffnet, mit Kali und Salz über Vermeidung, Verminderung und für die nicht vermeidbaren Abwässer eine möglichst umweltschonende Entsorgung zu bekommen. Diesen neuen Weg, den wollen wir auch versuchen, rechtssicher umzusetzen, in Vereinbarungen zu gießen. Denn dieser optimierte Vierphasenplan, der bietet die Möglichkeit, weiter zu verhandeln und darüber zu verhandeln, wie am langen Ende hier Ökonomie und Ökologie zusammengeführt werden können. Dieser optimierte Vierphasenplan, der ja auch Eingang in den Bewirtschaftungsplan der Flussgebietsgemeinschaft gefunden hat, kann ab 2027 erreichen, dass der gute Zustand in der Weser erreicht wird. Das möchte ich ausdrücklich in Richtung der Linksfraktion sagen. Herr Schaus hat ja hier von ganz anderen Zeitabläufen in ganz anderen Zeitabläufen diskutiert. Nein, wenn wir diesen optimierten Vierphasenplan weiter konsequent umsetzen, wird die Weser bis 2027 durchaus den guten Zustand erreichen können. Und auch in der Werra, ich erkläre es Ihnen gerne auch noch einmal separat, Herr Rentsch, und auch in der Werra werden wir 2027 den Grenzwert halbieren können. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, und ich glaube, es ist wert, dass wir daran arbeiten und versuchen, es gemeinsam umzusetzen. Aber
Das sind Ziele, auf die wir uns konzentrieren, in denen auch gute Gespräche inzwischen mit dem Vorstand von Kali und Salz laufen, die aber auch darauf angewiesen sind, dass diese Gesprächsgrundlage und der Kontakt weiterhin bestehen bleibt. Und deshalb ist es von hohem Interesse, dass diese Gesprächsfaden nicht abreißen und wir auch versuchen, alles versuchen, dass wir mit Kali und Salz ein selbstständiges Unternehmen haben, das in der Region arbeitet und wirtschaftet, damit wir auch Ökonomie und Ökologie zusammenbringen können. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Das Wort hat Ministerpräsident Bouffier. Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für die Landesregierung begrüße ich ausdrücklich diese Debatte. Sie unterstützt unsere Bemühungen, aber was mir viel wichtiger ist, sie gibt ein wichtiges Signal. Sie gibt ein wichtiges Signal an viele tausend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, an ihre Familien, die in Nordosthessen, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, ein bisschen auch noch in Niedersachsen, sich größte Sorgen machen um die Frage, was wird aus uns? Wie geht das weiter? Und deshalb, diese Debatte hat eine große Qualität. Sie gibt ein wichtiges Signal. Und das wichtigste Signal ist, dass uns das Schicksal dieses Unternehmens, das Schicksal der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Schicksal ganzer Regionen nicht egal ist. Und deshalb ist es wichtig, dass der Hessische Landtag heute darüber debattiert, meine Damen und Herren. Hier geht es um weit mehr als das meiste, was wir in dieser Woche diskutieren. Es hat eine überragende Bedeutung, durchaus für Deutschland, aber ganz vorneweg für Hessen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang gelegentlich einmal daran, wie oft und wie intensiv wir darüber diskutiert haben, als es um die Fragen von Opel ging. Ich gestehe offen, diese gelegentlich gelangweilte Distanz zum Thema, die ich bei manchem feststelle, ist für mich unbegreiflich. Schlicht unbegreiflich. Hier geht es um grundlegende Entwicklungen unseres Landes. Kali und Salz ist nicht nur der einzige Rohstoffkonzern Deutschlands. Er ist für eine ganze Region der praktisch einzige wirkliche Arbeitgeber für viele Tausende von Arbeitsplätzen. Er ist darüber hinaus für unser Land Hessen, nicht nur für eine ganze Region, sondern für das ganze Land, von außerordentlich großer Bedeutung. Meine Damen und Herren, das, was dort an Arbeitsplätzen zur Verfügung gestellt wird, schafft Einkommen, schafft gutes Einkommen, schafft für Kreise und Städte dort Einnahmen. Wir haben gestern und werden morgen wieder leidenschaftliche Debatten führen um kommunale Finanzausgleiche. Meine Damen und Herren, mir fehlt jede Fantasie, was eigentlich aus dieser Region wird, wenn die Einkommensteuer, die Lohnsteuer, die Gewerbesteuer dort nicht mehr kommt. Das sind die Fragen, um die es geht. Und ich denke, wir haben auch ein Interesse daran, unsere Spitzenstellung in der weltweiten Technologie zu halten. Die Tatsache, dass ein Konzernsitz eines Weltkonzerns bei uns in Hessen in Kassel ist, ist ja weit mehr als nur die Frage, ob die da ein Schild haben, sondern da geht es auch um Forschung, um Entwicklung, um Spitzentechnologie. Und deshalb hängt an diesen Entwicklungen eine ganze Menge. Und deshalb, meine Damen und Herren, geht es hier um einen Sachverhalt, von dem ich glaube, dass die Dimension noch nicht überall wirklich erkannt wurde. Und Herr Kollege Lenders, ich will bewusst auf zwei Bemerkungen eingehen, die Sie gemacht haben. Jawohl, die Ordnungspolitik ist eine der Grundsäulen der sozialen Marktwirtschaft. Und soziale Marktwirtschaft ist das, was diesem Land Wohlstand gebracht hat. Aber soziale Marktwirtschaft bedeutet nicht, dass ein Staat die Augen zumacht und zuschaut, was geschieht, sondern dass wir uns um die Dinge kümmern, dass wir uns um das Unternehmen kümmern, dass wir uns um die Menschen kümmern. Das gehört dazu. Und Sie haben völlig recht. Es kann keinen Unterschied machen bei Genehmigungen oder was auch immer,
ob das Unternehmen oder derjenige, der die Genehmigung beantragt, aus Afrika, Kanada oder wo auch immer kommt, der ist nach Recht und Gesetz zu bescheiden. Und damit das auch klar wird, hier geht es nicht um Pro- und Kontra-Globalisierung. Es gibt kaum ein Land in Deutschland, das von der Globalisierung so profitiert hat wie Hessen. Jeder, der ein bisschen die Dinge kennt, weiß, Hessen ist das Land mit einer der höchsten Exportquoten. Ich habe es oft genug gesagt, bis ins letzte Dorf in Hessen hängen wir davon ab, dass unsere Produkte in aller Welt verkauft werden können. Dort, wo wir wirtschaftlich besonders stark sind, haben wir ganz besonders starke Exportquoten. Und nicht zuletzt Kali und Salz hat von der Globalisierung immer profitiert. Das, was dort produziert wird, wird zu einem guten Teil in aller Welt verkauft. Und das, was dort verkauft wird, erhält uns hier Arbeitsplätze, Wohlstand und Zukunft. Deshalb, wir streiten nicht über die Frage von Globalisierung. Wir streiten auch nicht um die Frage, ist es besser, ein nationales Unternehmen zu haben oder ein internationales. Sondern wir streiten, oder wir streiten ja nicht wirklich, Sie haben Fragen gestellt, sondern uns geht es um Folgendes. Wir glauben, dass unsere Sorge begründet ist, weil das, was Potash bisher öffentlich vorgetragen hat, hinsichtlich der Absichten und Zukunftsentwicklungen, dies hat uns nicht überzeugt, sondern im Gegenteil, es macht uns eher Sorgen. Und genau diese Sorgen sind es, um die wir uns kümmern. Und das sind hessische Interessen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es wichtig, dass der Hessische Landtag ein klares politisches Bekenntnis heute dazu abgibt, meine Damen und Herren. Es ist mehrfach gesagt worden, es liegt doch auf der Hand, wenn es um mehrere Tausend Arbeitsplätze geht. Ich hätte gerne einmal von irgendjemandem eine Idee, wenn die Befürchtung, die ja öffentlich nachzulesen ist, sich realisiert, dass die Überkapazitäten auf dem Weltmarkt sich dadurch reduzieren, dass man dort, was ja in gewisser Weise schlüssig ist, wo die Produktion pro Tonne über 150 € kostet, gegenüber einem anderen Bereich, wo das mit 50 € gemacht wird, man also dann die teuren Standorte im Zweifel schließt, um so eine gewisse Marktbereinigung herbeizuführen. Das kritisiere ich nicht unternehmenspolitisch, aber das kann ja nicht in unserem Interesse liegen. Und deshalb muss es darum gehen, dass wir in vernünftiger Weise und mit Bündnispartnern zum einen deutlich machen, was wir für richtig halten und wo wir Sorgen haben. Und deshalb ist eine solche Debatte und eine solche Entschließung heute ein wichtiges Signal für Unternehmen und Beschäftigte, die Region, die Bürgermeister, die Landräte und alle, um die es da geht. Es ist aber auch ein Signal an Potash. Potash muss wissen, dass das, was Sie bisher vorgetragen haben, nicht überzeugt. Und Sie müssen wissen, dass Sie hier nicht mit offenen Armen empfangen werden, weil wir Sorgen haben. Nicht nationalistisch, das bringt schon gar nichts. Nicht, weil wir die Regeln der Marktwirtschaft nicht anerkennen. Auch nicht, weil wir Aktionären ihr Recht bestreiten, zu entscheiden, was sie mit ihrem Geld machen. Jeder von uns, der eine Aktie hat, freut sich, wenn die gut im Markt ist und wenn die dann plötzlich viel höher an der Börse gehandelt wird und man kann für sein Eigentum, nichts anderes ist eine Aktie, mehr Geld erwerben als vorher. Dann darf man den nicht beschimpfen. Denn wir werden an anderer Stelle immer wieder darauf angewiesen sein, dass Menschen bereit sind, einen Teil ihres Vermögens zur Kapitalisierung von Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Darum geht es alles nicht. Uns geht es um die Standorte, uns geht es um die Standortgarantie, uns geht es um die Arbeitsplätze und, meine Damen und Herren, uns geht es zum Dritten auch darum, dass das, was wir mit Kali und Salz vereinbart haben, rechtssicher und verlässlich auch durchgeführt wird. Wir kennen dieses Unternehmen, meine Damen und Herren. Wir kennen das Unternehmen aus vielfältiger Befassung. Und ich will keinen Zweifel daran lassen. Diese Regierung hat den Anspruch, dass wir Ökonomie und Ökologie nicht als Gegensätze begreifen, sondern dass wir sie vernünftig zusammenbringen wollen. Und ich wiederhole etwas, was ich hier von diesem Pult schon einmal gesagt habe. Ich sage Ihnen, ich kenne keine bessere Lösung als diesen Vier-Phasen-Plan, wo wir auf Dauer der Ökonomie,
Sicherheit geben, Arbeitsplätze erhalten, Standorte erhalten, wo wir aber auch Dauer die Ökologie nach vorne bringen, nicht das eine oder das andere, sondern beides vernünftig nach vorne zu bringen. Und das ist ein großes Verdienst unserer Umweltministerin Priska Hinz. Und das, meine Damen und Herren, muss man auch noch einmal sagen. Meine Damen und Herren, ich weiß ja um die politischen Debatten, aber ich kenne keinen einzigen anderen Vorschlag, der es möglich macht, für ein Land und ein Unternehmen über Jahrzehnte Planungssicherheit, Rechtssicherheit und Ökonomie und Ökologie beides nach vorne zu bringen, jemals vorgelegt wurde. Ich kenne nur, der eine oder andere kritisiert dieses oder jenes. Aber das ist doch keine Zukunftsgestaltung. Wir wollen Zukunft gestalten. Und an diesem Beispiel kann man es besser sehen als an vielen anderen. Wir lassen die Menschen nicht im Stich, und wir lösen Umwelt und Ökologie und Ökonomie in vernünftiger Weise. Und meine Damen und Herren, ich sage noch eins drauf. Darauf sind wir sogar stolz. Ministerpräsident, die Redezeit der Fraktionen ist abgelaufen. Frau Präsidentin, ich komme gleich zum Schluss. Wir haben deshalb die Absicht, das, was wir dort vereinbart haben, in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag sehr konsequent und sehr bald mit dem Unternehmen umzusetzen. Das dient insbesondere auch hessischen Interessen. Je rechtssicherer, je schneller wir dies miteinander vereinbaren, umso besser können wir beide Ziele erreichen. Meine Damen und Herren, Kollege Lenders hat gefragt, was tut ihr? Wir werden niemanden Hoffnungen machen, die wir nicht erfüllen können. Aber wir geben ein klares politisches Signal. Wir sind in intensiven Gesprächen und Absprachen mit unseren Nachbarländern, mit dem Bund, mit der Gewerkschaft, und wir stimmen uns dort ab. Und, meine Damen und Herren, wir werden nachhaltig hessische Interessen vertreten. Das heutige Votum dient uns dazu sehr. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will zunächst, Herr Ministerpräsident, ausdrücklich auf Ihre Worte eingehen. Und ich darf daran erinnern, dass wir gemeinsam in gemeinsamer Regierungsverantwortung, CDU und FDP, eine Reihe von Maßnahmen unternommen haben, damit es gute Rahmenbedingungen für ein so wichtiges Unternehmen wie Kali und Salz in Hessen gibt. Das will ich ausdrücklich sagen, und da habe ich auch keinen Zweifel daran, dass wir immer Seite an Seite gekämpft haben, wenn es darum ging, auch bei vielen, die versucht haben, bei der Frage der Wertschöpfung, die dort besteht, sagen wir mal, mit einem kritischen Blick zu agieren. Und insofern, ja, wir haben dort eine gemeinsame Historie und eine gemeinsame Verantwortung. Und es ist völlig klar, dass die Marktwirtschaft sich dadurch definiert, gerade die soziale Marktwirtschaft, dass der Staat gute Rahmenbedingungen und Regeln aufstellt und Schiedsrichter ist, aber nicht selbst Marktteilnehmer. Und ich glaube, diesen Grundsatz haben wir immer beherzigt. Ich glaube auch, dass bei der Frage der Angriffe, die es gegen Kali und Salz gab, und deshalb will ich schon auf die GRÜNEN an dieser Stelle eingehen, Frau Kollegin Erfurth, eine Bitte habe ich, dass die LINKEN von Ihnen kritisiert werden, nur weil Sie Ihr Wahlprogramm ernst genommen haben. Das darf nur wirklich nicht sein. Die GRÜNEN haben etwas versprochen. Und insofern will ich doch gar nicht kritisieren, was Frau Kollegin Hinz gemacht hat. Ich halte das für richtig, was sie gemacht hat. Das ist ein richtiger Plan. Nur allerdings darf man bei den LINKEN dann nicht schimpfen, wenn sie sagen, sie haben das ernst genommen, was sie schwarz auf weiß in ein Wahlprogramm geschrieben haben. Also so fair muss man dann, glaube ich, an der Stelle sein. Meine Damen und Herren, wem gehört denn das Unternehmen Kali und Salz? Was ist denn ein hessisches Unternehmen?
Ist es ein hessisches Unternehmen, wenn der Sitz in Hessen ist? Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Definition, die nicht falsch ist. Aber das Unternehmen gehört nicht sozusagen irgendjemand, der in Hessen sitzt oder wo auch immer, sondern es ist ein Aktienunternehmen. Es gibt ja wahrscheinlich auch Kollegen hier im Raum, die Aktien von Kali und Salz haben. Und diese Aktionäre sind die Eigentümer des Unternehmens. Und ich will mal vorsichtig formulieren, was im Interesse dieser Eigentümer ist und was diese Eigentümer wollen. Diese Frage, da mache ich mal ein großes Fragezeichen daran, was die wirklich wollen, welche Interessen die haben. Dass ein Land ein Interesse hat, dass wir hohe Wertschöpfung haben, ein tolles Unternehmen wie Kali und Salz in Hessen haben, das ist, glaube ich, unstreitig. Ob das auch die Eigentümer des Unternehmens wollen, da mache ich mal ein Fragezeichen daran. Und deshalb, wenn man über die Frage diskutiert, wem gehört das Unternehmen, es gehört den Aktionären, und deren Interessen, glaube ich, müssen nicht im Hessischen Landtag diskutiert werden, wenn es um die Frage geht, was ist die Zukunft eines solchen Unternehmens. Und ich kann mittlerweile, Kollege Hahn könnte das noch viel länger, nach mittlerweile im 13. Jahr Zugehörigkeit zu diesem Parlament sagen, die Debatten, die wir hier führen über die Zukunft von Unternehmen, arten häufig sehr stark in Placebo-Debatten aus. Da versucht die Politik, einen Eindruck zu erwecken nach dem Motto, man könnte helfen, man ist in Gesprächen. Der Ministerpräsident hat es gerade völlig zu Recht gesagt. Aber zum Schluss ist doch die Frage faktisch, was kann wirklich gemacht und durchgesetzt werden. Und einen Satz hat der Kollege Lenders gerade gesagt, der ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Was hätte der Hessische Landtag eigentlich für eine Aktuelle Stunde für einen Antrag gemacht, wenn Kali und Salz ein kanadisches Unternehmen übernommen hätte? Da hätte hier der Landtag gesagt, na, was für ein gutes Zeichen, dass ein hessisches Unternehmen so stark expandiert und seine Marktstellung erweitert. Das wäre die Diskussion gewesen, meine Damen und Herren. Dann wäre wahrscheinlich im kanadischen Parlament eine Debatte darüber gelaufen, nach dem Motto, übernehmen uns jetzt die bösen Deutschen. Das zeigt doch die ganze Abstrusität dieser Debatte. Und ein Punkt. Ich glaube, dass wir in Hessen vorsichtig sein müssen, wenn es darum geht, wie wir mit internationalen Investoren umgehen. Das Land Hessen hat sich immer, auch da bin ich beim Ministerpräsident, dadurch ausgezeichnet, dass wir alles dafür getan haben, dass in diesem Land massiv auch Investitionen von außen getätigt werden. Übrigens eine Aufgabe, die die Hessenagentur mit Bravour an vielen Stellen meistert und organisiert, Investoren nach Hessen zu holen, die in hessische Unternehmen investieren. Was für ein Bild ist das eigentlich nach außen, wenn ein Investor möglicherweise Aktien eines Unternehmens kauft, ein Übernahmeangebot möglicherweise macht, wenn der Hessische Landtag sofort eine Debatte darüber führt und dann immer mitschwingt? Und deshalb waren die Sätze des Ministerpräsidenten gerade sehr wichtig, dass möglicherweise auch rechtliche Bedingungen geändert werden, um dieses Investment zu erschweren. Meine Damen und Herren, wir leben nicht in einem Bananenstaat, sondern wir leben in einem Rechtsstaat. Und darauf sollten wir achten bei solchen Debatten. Darauf sollten wir wirklich achten. Und mal zur Frage, was würde denn dann passieren? Ich wage mir keine Meinung zu, was würde passieren, wenn ein Unternehmen wie Potash wirklich in ein Unternehmen wie Kali und Salz einsteigen würde. Wenn man z.B. die Magnesiumproduktion in Neuhof sieht, wie werthaltig diese Produktion ist, wie hoch auch die Wertschöpfung dort ist, ist z.B. aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ein Unternehmen wie Potash, was dort überhaupt kein Produkt anbietet, eine solche Produktion stilllegen würde. Erklären Sie mir das einmal. Ja, aber dann sollte man da auch nicht mit diesen Ängsten arbeiten, nach dem Motto, das wird dann passieren. Ich habe auch bei den GRÜNEN das Gefühl, sie malen sich die Welt rosarot, wie es ihnen gerade gefällt. Vor einigen Jahren haben sie noch alles dafür getan, die Rahmenbedingungen für Kali und Salz weiter zu verschlechtern. Heute sind sie dabei, wenn es um die Arbeitsplätze geht. Ich sage ganz offen, ich würde mir weniger Placebo-Politik wünschen und einfach mal mehr Handfestes, was sie wirklich machen wollen. Wo sind denn die Ansätze? Sind es nur Gespräche? Kollege Rentsch, bitte kommen Sie zum Schluss. Sind es nur Gespräche oder haben Sie Handfestes vor? Das würde für den Hessischen Landtag sicherlich einen Vorteil bedeuten. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass wir solche Debatten nicht weiter führen müssen nach dem Motto, was könnte man alles machen? Sagen Sie uns konkret, was Sie vorhaben, und dann beurteilen wir auch Ihre Maßnahmen. Herzlichen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Debatte beendet und die Anträge 2212 aus 19 und 22 ein. Herr Kollege Rudolph. Frau Präsidentin, wir bitten, über den gemeinsamen Antrag Top 82 jetzt abzustimmen. Gut, dann wird über beide Anträge direkt abgestimmt. Ich lasse zunächst abstimmen über Tagesordnungspunkt 64, Antrag der Fraktion der LINKEN.
Drucksache 2212 aus 19. Wer ihm zustimmt, bitte das Handzeichen. Das ist die Fraktion der LINKE. Gegenstimmen? Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90, die GRÜNEN und SPD. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann stimmen wir ab über die Drucksache 2271 aus 19, Tagesordnungspunkt 82. Wer diesem seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90, die GRÜNEN und SPD. Wer stimmt dagegen? Fraktion der FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion der LINKE. Damit ist dieser Antrag angenommen.